ich kam aus L.A. wieder und habe Steiger getroffen. Ich habe gesagt, ey, das müssen wir jetzt unbedingt hier machen. Wir machen hier unser eigenes Ding, es muss sein. Hier stand Royal Bunker und hier waren zwei so Elefantenzähne. So. Eigentlich so ein afrikanisches Café. Wo geht's hin? Wir fahren jetzt zum Royal, der heißt nicht mehr Royal Bunker, der Laden, der mal Royal Bunker hieß, da fahren wir jetzt hin. Ich finde das alles ehrlich gesagt ganz schön unangenehm kalt die ganze Zeit hier. Überhaupt nicht kalt. Für mich ist gerade jetzt fängt das Wetter an angenehm zu werden. Ja, du musst nachher fragen, wie es in L.A. war vom Wetter her. Oh. Ja, ich habe mir aber auch schon überlegt, damit die Leute die Geschichte auch so ein bisschen verstehen. Ihr rappt ja selber auch darüber, dass sie erstmal googeln müssen, wofür Royal Bunker überhaupt steht. Habe ich gedacht, machen wir den ersten Teil jetzt auch wirklich mal ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Wir haben ja auf dem Splash diese T-Shirts verteilt, diese Royal Bunker T-Shirts. Und als die Leute, die das verteilt haben, haben uns dann gesagt, die wurden gefragt, wer ist das, wann tritt der auf? Ja, Mann. Royal Bunker! That's that new track, dude! Und was denkt ihr, wenn ihr das hört? Das ist lustig. Witzig. Ist das nicht irgendwie auch traurig? Hat man doch bei der anderen auch schon. Die Leute wussten irgendwann nicht mehr, wer EPMD ist. Als ich das schon mitbekommen habe, 2000, dass sie das nicht mehr wissen, dachte ich mir, okay. Erst dachte ich, die Welt geht unter, aber das ist so, wie es ist, Alter. Ist so. Aber es ist doch schon noch so ein kleines bisschen schade, wenn so große Teile von Hip-Hop-Geschichte so ein bisschen verloren gehen über die Zeit, oder? Ich meine, am Ende ist der Royal Bunker, wo wir jetzt hinfahren, da ist auch nichts mehr. Das heißt, wir reden über ein Haus, ja, ja, aber haben ja, viele das Ideen. Das muss den Leuten einfach immer wieder erklärt werden. Ne? Du kannst ja nicht von denen verlangen, dass sie das so einfach so wissen. Ja. Ne? Also glaubst du, jeder sollte sich informieren? Also so bevor er den ersten Song hört, sollte er wissen, wer das den ersten Song gemacht hat? Oder wer das angefangen hat oder so? Ich glaube nicht. Und am Ende des Tages geht es doch bei der Musik um die Unterhaltung, ums Entertainment und so. Ne? Und es ist so, das ist so alte Schule, sich, dass man es wissen muss, finde ich. So. Ich bin drüber hinweg. Halt du bitte dagegen. Ich brauche da nicht gegenhalten. Ich sage mal so, ich glaube prinzipiell, das ist so, immer dieses Sprichwort, you don't know what you got till it's gone. Das heißt, es war doch auch bei Künstlern oft so, wenn die gestorben sind, dann auf einmal wurden sie abgefeiert und dann wurde ihr Erbe abgefeiert und was sie übrig gelassen haben. Und ich denke, wenn jetzt dieser Bunker immer noch so wäre, würden wir, oder vielleicht hätten wir das Album nicht mal so genannt, wenn das so irgendwie weiter gedümpelt hätte und irgendwann so auf so einem ganz niedrigen Level, wenn das nicht weg gewesen wäre auf einmal und quasi ausgelöscht, dann hätte das gar nicht so einen großen Wert, wie es jetzt vielleicht für uns hat. Ist ja eine Legende. Es ist eine Legende. Und eine Legende ist eine Sage. Weil es nicht jeder weiß, ne? Und weil es eben vorbei ist. Es ist vorbei, die Royal Bunker-Zeit. Ich bin trotzdem immer so ein bisschen der Meinung, dass man zumindest... Bist du wehleidig? Nee, das nicht. Aber der Meinung, dass man schon so den einen oder anderen Kontext vielleicht verstehen sollte, wenn man sich heute mit Hip-Hop beschäftigt, dass man zumindest... Wenn man also einfach als Hörer oder als Protagonist oder als Hörer... Na guck mal, als Hörer hast du recht, das ist im Prinzip reiner Konsument und dann ist es nur Mucke. Aber wenn man sich mit Hip-Hop-Kultur so, also da... Du gehst davon aus, die Leute auf dem Splash, die da so ein- und ausgehen... Wahrscheinlich das, nicht, ne? Nein, das war aber mal so. Ja, genau. Doch, das war mal so. Jeder, der auf dem Splash war, wusste alles über jeden. Es war schon mal genau so, dass man alles wissen musste. Aber heutzutage ist das doch einfach nur noch... Feiern. Aber es gibt immer noch welche. Es gibt ja auch immer noch welche. Und ich finde einfach, es ist so groß geworden, dass jetzt die breite Masse, die früher war für uns die breite Masse, die 4000 MC-Leser, ne? als es die Zeitung noch gab. Jetzt ist die breite Masse 400.000 Kids, potenzielle Kunden, die kommentieren, die schreiben, die antworten, die posten, die machen, die tun. Trotzdem gibt es ja unter wahrscheinlich 10% von denen sind trotzdem noch da, die wirklich sich damit auseinandersetzen, so wie du sagst. Und das ist doch in anderen Bereichen genauso, weißt du? Ja gut, auf der anderen Seite finde ich, ist es aber schon interessant, wenn man sich dann heute mit Künstlern beschäftigt und da gehört ja genau auch in diese Ära, die 20 Jahre lang geprägt haben, die 20 Jahre da gewesen sind. Ich habe das auf vielen Konzerten schon erlebt, dass dann trotzdem immer diese alten Nummern, für die Künstler groß geworden sind, die quasi den ersten Aufschlag bedeutet haben, dass die immer noch gefragt werden. Das heißt, es ist ja dann offensichtlich selbst bei 18-Jährigen, wenn sie sich mit Sido beschäftigen, dann wissen die trotzdem, was der Arschfick-Song ist oder... Ja, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Aber heutzutage beschäftigt sich ja keiner mehr länger als 3 Wochen mit einem Künstler oder einem Song von dem. Also wer hört denn heutzutage ernsthaft, also von den neuen Leuten, ich rede von jungen Leuten. Wir reden von jungen Kids, die wahrscheinlich auch erst in den letzten Jahren sich damit beschäftigt haben. Wer hört denn ernsthaft noch ein Album? Also es gibt wenig Leute, die wirklich noch Fan von jemandem sind. Die sind
Fan von ihrer Playlist. Die machen sich, die hören eine Playlist und da ist alles drin. Und da hört man dann ein, zwei Songs von einem Künstler, den man gut findet, aber nicht das ganze Album. Das, diese Albumkultur ist auch, das gibt's nicht mehr so richtig. Aber, ja, aber das ist auch pauschalisiert, Alter. Ich würde es nicht pauschalisieren. Ich glaube, es kommt auch immer auf den Künstler an. So. Ich kann jetzt so nicht sagen, CR7Z, gutes Beispiel. Der hat Fans, die den lieben. Und dafür ist der Radius aber auch sehr klein. Ganz, ganz kleine Fanbase, so wie wir früher. Aber die lieben den und das bedeutet denen was. Der begleitet die durchs Leben. Ja, also es gibt sowas noch. Aber weißt du? ich rede jetzt vom ich share alles über einen Kamm. Ja. Du redest halt nicht von den 300 so, gerne von CR7Z, sondern den 25.000 von Splash. Also. Genau. Ist es nicht aber andersrum dann auch schade? Also ich meine, du hast ja eben so einen Satz gesagt, wie du hast da irgendwie deinen Frieden mitgefunden oder irgendwie sowas. Ja, ich habe es schade gefunden. Und wenn ich dann Lil Yachty gesehen habe, der sich dann so drüber lustig macht und so Dinge sagt, wie die Rapper von damals sind ihm egal und der kennt ihn nicht mal und so, das fand ich auch ein bisschen schade, aber es ist aber auch, ehrlich gesagt, es ist scheißegal. Also, wenn ich ihn gut finden würde, diesen Lil Yachty, ich finde ihn nicht, der interessiert mich null, aber wenn ich den gut finden würde, wäre mir egal, ob er Biggie oder Tupac kennt. Das wäre mir dann egal, weil es geht mir dann nicht darum, kennt er die oder nicht, wenn er gute Musik macht. Ne? Das ist für mich als Fan, potenzieller Fan, nicht wichtig. Was, wir haben vorhin noch ein bisschen durch Playlisten bei euch im Auto durchgehört auf der Fahrt hierher. Da sagst du, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, sagst du auch an irgendeiner Stelle, wenn ihr Rap bisher noch nicht verfolgt habt, dann habt ihr nichts verpasst. Hast du irgendwann mal gerappt auf irgendeinem Song? Damals. Ja, genau. Mhm. Genau, als du angefangen hast. Das ist ja dann auch so ein Moment der Abgrenzung, den ihr ja beide zum Beginn eurer Karriere, und das hängt ja mit dem Ort zusammen, wo wir jetzt auch hinfahren, so im Prinzip auch durch Abgrenzung euch selbst definiert habt. Auf jeden Fall. Das ist dann wahrscheinlich auch das, was heute entsteht, wenn die Leute sich dann von diesen kompletten Regeln wie Album oder Hip-Hop-Kultur oder also all diese Dinge, die man vielleicht an denen manche nostalgisch festhalten wollen. Das ist aber auch einer der Gründe, warum ich das alles nachvollziehen kann. So diesen Hate auf die Oldschooler. So, ja. Ne? Ich war ja auch so. Ja, das ist frech sein auch, ne? Das ist halt so Jugend, frech sein. Und ich finde ja auch, ich sag ja auch nach wie vor, auch auf Rapper-Ebene, ne? Wenn jemand kommt und einfach sagt, ey, ich bin besserer Rapper als du, dann finde ich das nicht respektlos. Dann finde ich das dreist, aber ich finde das völlig okay, weil dann gebe ich ihm auch die Möglichkeit, das zu beweisen. Aber wenn einer sagt, ey, du bist ein Hurensohn, dann finde ich das respektlos. Also für mich sind das zwei unterschiedliche Sachen, ne? Und deswegen, ich finde das sogar gut. Also für uns, oder wenn ich jetzt von mir sprechen muss, mich motiviert das auch irgendwie, dass sich das auch alles so verändert hat. Dann sage ich, für mich ist das nochmal schwerer jetzt. Vielleicht ist es heute für mich beim Splash schwerer, auf die Bühne zu gehen und die Leute zu überzeugen, weil ich jetzt gerade keinen Hype von LMS und Federhandschuh gerade habe im Rücken und eh alles scheißegal ist. Sondern ich muss die Leute mit einem Sound, den die vielleicht gar nicht mehr feiern oder gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, muss ich die dann in dem Moment überzeugen. Also insofern finde ich, ist das für uns fast schon ein Vorteil, auch dieser Gegenwind. Weil vorhin habe ich auch gesagt, wir sind jetzt so wie, wir sind die Alternative für einige Sachen. Alternative für Deutschland? Scheiße, ich benutze das Wort Alternative nicht mehr. Nicht mehr in Nikos Gegenwart oder im Zusammenhang mit Nico diese Partei erwähnen. Wäre mir insgesamt auch ganz lieb, vielleicht können wir eine andere Partei uns aussuchen. Oder gar keine. Ja, vielleicht ein bisschen parteienlos heute. Wenn du selber davon sprichst, dass du vielleicht auch mal Publikum wieder herausfordern musst, weil du nicht weißt, ob die dich kennen oder fühlen, das geht ja im Prinzip dann auch für euch beide, weil wenn ihr dann zum Beispiel auf dem Splash einen großen Auftritt habt, dann ist das Publikum davor, das geht ja bei, ich weiß nicht, 16, 17, 18 wahrscheinlich los und also im Kern und ist dann bei 20 auch schon zu Ende. Das heißt, die haben auf jeden Fall nicht eure Sachen in der ersten Stunde gehört. Wenn die dann das aber trotzdem mitrappen können, was sagt euch das dann? Wenn die das alte Zeug mitrappen können, das passiert selten. Bei Ach, mir? Wirklich? Ja, ja doch. Ja? Ja, die jungen Leute kennen das alte Zeug nicht. Ich höre dann, ich sage dann auch immer, jetzt trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, jetzt weiß man, wer hier wie alt ist im Publikum, wenn ich die Songs spiele und dann merke, wer schreit, ne? Aus welchen Ecken dann so. Da schreit nicht jeder und singt, rappt auch nicht jeder mit bei den älteren Sachen. Die erste Reihe sowieso nicht, ist ja auch bei den Konzerten so. Ja genau, die erste Reihe nicht. Also die sind zu jung. Die alten Sachen, umso älter es wird eigentlich, siehst du, merkst du das auch, ja, dass ja. Ganz hinten dann ja, Action ja, genau. Ist? Wie damit kriegst wird? Du die. Wenn LMS kommen, sehe ich ganz, ganz hinten oder King ja. Of Rap. Ich so, ach krass, da seid ihr. Weil die alten Säcke haben keinen Bock mehr vorne zu stehen. Ist bei mir auch so. Ja, ja. Muss man dann aber so künstlermäßig
dieses Neuerfinden, sich immer wieder aufs neue Level bringen, um die Leute so bei der Stange zu halten. Muss man das machen oder reicht dieser Wegstock an Hits Nein, trotzdem dafür? Nein, auf jeden Fall, du musst am Ball bleiben. Und das ist ja bei uns so, die neuen Leute sind ja da, weil es auch neue Songs von uns gibt. Ja. Ne? Deswegen sind die jungen Leute da. Die sind wahrscheinlich auch eher wegen den, also in der Masse wahrscheinlich auch eher wegen den neuen als wegen den alten Songs da. Aber die Legende entsteht ja aus den alten Songs. Ja, aber da entsteht auch im Publikum so ein kleiner Twist. Ich glaube, die älteren Leute mögen die neueren Leute nicht. Den neueren Leuten sind die alten egal, aber ich glaube, die älteren mögen die neueren nicht so richtig. Was macht ihr hier? Das ist unser Sido, unser Savage. Hast du das Gefühl auch? Weiß ich nicht, aber was ich sagen wollte zu dem Splash-Ding, was glaube ich noch wichtig für uns ist oder für dich, weil wir sind auch extrem unterschiedlich, was das angeht, die Herangehungsweise. Meine ist so, ich bin da so, ich schwitze so, ich so, Mann, scheiße, Alter. Da sind jetzt voll viele Leute, die es nicht kennen, ich muss die jetzt ficken, bam, bam, bam. Er geht auf die Bühne und sagt, ganz ehrlich, wenn die mich nicht kennen, sollen sie sich ficken. So, also vollkommen, das war aber auch bei allen, auch beim Produktionsprozess, also ist bei allem so. Wir sind von der Attitude ganz anders so. Wir haben auch, wir hatten auch ein paar Namen dafür. Bei mir, ich mach diese Hundmethode, haben wir das immer genannt. Auch im Internet, auf Kommentare. Zum Beispiel, ihm ist scheißegal, was die Leute schreiben. Also, der nervt mich, ich block den. Oder ich mach den stumm, scheiß auf den. Und ich bin so, okay, bei manchen Leuten, weißt du, wenn die etwas Bestimmtes sagen, was mich so ganz besonders ärgert, dann denke ich schon darüber nach, okay, was genau kann ich jetzt machen? So. Und er guckt mich an, manchmal war ich so, er guckt mich einfach an und denkt so, okay, was ist mit dir verkehrt gelaufen? Aber es ist ja auch Spaß ein bisschen, wir haben da auch gut gelacht. Ja, sind dann schon zwei, also ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich Songs gehört habe, also ich meine, das ist dann am Ende aber, weiß ich, kein Problem, sondern ich glaube, dadurch, dass die Basis dieselbe ist, dann trotzdem also ja, eine sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig, oder? Naja, dann, also wenn wir jetzt ein Album machen und nicht unterschiedlich wären und die Leute auch nicht das Gefühl hätten, dass wir irgendwie, dass da irgendetwas auch noch ist, so. Trotz der Dings, dass es funktioniert, aber dann so, ich weiß nicht, ich glaube, das hätte mich persönlich eher gelangweilt. Ich glaube, es wäre auch langweilig gewesen, wenn wir zu sehr versucht hätten, einen Mittelweg zu finden, was wir erst gedacht haben. Als wir das Album gefunden haben, haben wir darüber überlegt haben, dass wir ein Album machen, haben wir erst überlegt, wie machen wir das? Wir müssen irgendwie gucken, dass wir einen Mittelweg finden aus uns beiden. Ja. Das haben wir aber auch dann schnell verworfen. Am Ende ist jeder einfach er selber auf dem Ding. Und wir glauben, dass das die Leute auch hören wollen. Ne? Die wollen ja. Die wollen nichts Neues von uns hören. Nee. Ne? Ist denn das, wo wir jetzt hinfahren, wirklich der gemeinsame Nenner, auf den ihr euch einigen könnt? Ich meine, ja. So kam Savage dann auch auf den Albumtitel. Ne? Das habe ich sogar gesagt. Der Gedanke war, was ist unser gemeinsamer Nenner? Und das ist der Royal. Ich habe gesagt, das war der Ort, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Und nicht so, wie die Leute denken, so von wegen, das heißt Royal Bunker, das sind jetzt ist Vierspur. Und alles hat er alles mit Bobby auf der Dings produziert und auf der Playstation. Und warum ist Bobby jetzt nicht drauf? Warum ist Taktlos jetzt nicht drauf? Wie geht das? Das heißt doch Royal Bunker. Warum ist da Materia? Der hatte mit dem Bunker. Also das haben die gar nicht verstanden. Wären wir zusammen in einer Straße aufgewachsen, hätten das wahrscheinlich, keine Ahnung, hier Bärwaldstraße 15 genannt. So. Wenn wir jetzt dahin fahren, das ist ja für euch eine Nummer, die jetzt schon ein bisschen, also das Album, die Albumproduktion, die Idee, die Namensfindung und sowas, alles ist jetzt alles schon ein bisschen länger her. Trotzdem, wenn wir jetzt wirklich zu dem Ort fahren, gibt das bei euch so Emotionen, Gefühle, Gedanken? Weil wir werden jetzt gleich überreden. Tränen in den Augen. Ganz krass. Nein, also, aber ich muss sagen, ich war da vor langem nicht mehr. Jahre. Also ich glaube, das Jahrzehnte. Ich war erst das letzte Mal da, als Royal Bunker noch Royal Bunker war. Ich war danach nie wieder da, hatte da, was sollte ich da auch? Ja, das finde ich aber ganz interessant, weil das auf der einen Seite ja dann schon Nostalgie ist und für viele, ich kenn Jungs aus Hamburg, die mit Berlin-Rap groß geworden sind, die sind dahin gepilgert und sind da rumgelungert, um irgendwie einen Teil von dem, was hier in Berlin passiert ist, aufzusaugen. Im Royal Bunker. Ja. Wirklich? Ja. Crazy. Aber weißt du, als Berliner ist ja auch nochmal jetzt einfach wegen dieser Örtlichkeit hier, ist es ja so, jeder Bezirk ist eine eigene Stadt quasi. Das heißt, wenn er jetzt aus dem Märkischen sich auf den Weg gemacht hätte, in die Mittenwalder Straße, sorry, dann hätte er wahrscheinlich eine Stunde, 15 Minuten. Ich meine danach, jetzt so. Ach so, ja. Er würde sich dann fragen, warum soll ich da jetzt hinfahren, so, ja. Weißt du? Oder wenn ich mich in Kleinmachnow ins Auto setze und losfahre und dann, also das ist ja verrückt. Darum, es gibt so, hier wirklich nichts großartig zu tun. Ich muss auch sagen, so wehmütig war ich nie. Ne, Royal Bunker ging ja auch weiter ohne diesen Laden. Der Bayern ist ja noch umgezogen des Öfteren und so. Und ich war ehrlich gesagt nie so wehmütig, dass ich da mal wieder hin musste, so. Ne? Und ich glaube auch jetzt so, zeige ich dir das und dann ist gut. Ne? Hä? Ich wollte ihm das zeigen. Dann zeig du ihn von mir. Könnt ihr gerne gleich gemeinsam machen. Ganz einfache lapidare Frage, wie seid ihr immer hingekommen?
mit der Bahn. U-Bahn. Ist ja genau die U-Bahn-Station Gneisenauer Straße direkt. Da muss man nur aussteigen hinten und dann die Straße kurz rein, dann war man direkt da. Wir sind alles mit U-Bahn und S-Bahn und so gefahren. Und da erzählt er bis heute immer noch gerne die Story, wie ich da unten stand, Gneisenauer Straße, und die Reden geschwungen habe und gesagt habe, was man alles hören darf und was nicht. Genau. Ich war richtig ein Rap-Nazi, Alter. Immer danach sind alle Savaschi hinterher gepilgert immer hier rein. Und Savaschi hat dann seine Reden geschwungen. Bisschen so wie auf dem Splash jetzt, Dicker. Wie auf dem Splash? Na, auf dem Splash-Zeltplatz warst du doch jetzt auch. Ach so, stimmt. Ja, ja. Wir haben mal Movement gegründet, ja. Auf jeden Fall. Also so muss ich mir das vorstellen. Ja, genau. Ja. Er stand jetzt nicht unbedingt auf der Dings, auf der, oder wir müssen auf der Bank oder sowas. Richtung. Aber er hat trotzdem seine Reden geschwungen und alle hingen an seine Lippen immer. Ne? Sind wir mitten da? Ja, da hinten ist es. Jasse. Einfach zurück. Nee, ist doch da. Da ist das doch. Was? Ja, das ist da schon richtig. Von welcher Seite sind wir gekommen? Nein. Von da. Sind wir nicht von Meringdamm gekommen? Nein, wir sind nicht von Meringdamm gekommen. Nee, dann ist doch. Ich bin 100% richtig. Du bist 100%. Oh ja, Bunker. Welche Hausnummer war das denn? 43, glaube ich. 43 habe ich auch gefunden. Weil 44 war der Piffinger Club 44. Das war für viele der einzige Grund, da nochmal hinzufahren. Aber ich finde es schon geil, dass wir das auch beim Splash so zelebriert haben und auch das mit dem Namen so aufgezogen haben und so weiter. Und das haben auch schon viele mitbekommen. So. Das fand ich ganz cool. Also zum Beispiel hier, Ole Tarek ist auch angekommen, meinte so, krass, ihr habt es echt Royal Bunker genannt und so. So ist schon ein bisschen frech. So. Also der, auch fand es, glaube ich, auch lustig, aber es hat halt so, es hat in irgendeiner Form haben die Leute das bemerkt, alle Leute. Ja, jeder, der mit Berlin-Rap zu tun hat zu der Zeit, der wird ja auf jeden Fall darauf reagieren, oder? Hat das nicht am Ende alle, die heute, also bis heute aus Berlin bekannt sind, die waren ja alle irgendwie mehr oder minder damit verbunden? Nee. Nee? Nee. Nee. Es gab ja auch Rapper-Mittwoch-Fraktionen da. Ulsteinhaus und so. Ja. Und es gab ja auch noch ganz andere Fraktionen. Specialists und so zum Beispiel. Also Harris und so hatten gar nichts. Ich kann mich nicht erinnern, dass Frauenarzt in dem Buch hier war. Doch, 100 Pro, ja. Ja, ich glaube auch, ja. Arzt war da, aber zum Beispiel Dings. Ja, Harris und so sind nie gekommen. Harris, Harlequins. Ja, die waren ja auch Fraktion, schon. Die waren immer, Wochen. Es gab noch so was Ähnliches im Chorus so, da. Hier ist es. So Open Mic, DJ Open Mic. Da waren eher Specialists mit KMC und so weiter immer. Also es gab schon so, hier ist Club 44, der Puff. Ja, aber nee, lustigerweise, der Club 44 war eigentlich daneben und jetzt haben sie das, sie haben den Bunker zu Club 44 gemacht. Ja, das ist der Bunker, ne? Da wurde damals schon gefickt, lyrisch gefickt und jetzt wird tatsächlich gefickt. Aber wir gehen jetzt nicht in den Puff rein, ne? In den Puff. Ja, warum denn nicht? Wollen wir eine Cola trinken im Puff? Ey, Habibi, ey. Das war der, ne? Das war nicht der hier. Hä? Nee, das war der. Das war hier, Alter. So, Nico klärt alles hier. Klär mal, dass wir jetzt hier rein wollen. Ja, rede doch mal nett. Hier ein bisschen verhandeln. Montag 11 Uhr, genau. Dass wir mit Kamera kommen wollen jetzt und so. Das, ja, genau. Oh, ich weiß nicht, ob die das so richtig geil finden. Puff, ne? Moin. Moin. Habt ihr schon geöffnet? Ja, bitte. Ganz ehrlich. Muss man nicht, ne? Muss man nicht. Er sagt nee? Nee, so, da ist, glaube ich, gerade schon voll Betrieb. Ich meine, die haben schon seit 11 Uhr auf. Darf man nicht vergessen. Aber ey. Und da sitzen schon Menschen. Ja, genau. Die wollen uns da nicht drin haben. Ja, aber hier, das ist er. Hier standen wir auch noch immer, also 19 genau. Bis, ich sag mal, 22 Uhr waren wir meistens fertig. Und dann standen wir hier immer noch vor dem Laden, ganz lange und haben geredet. Savasch hat hier geredet. Hast du hier deine Reden gehalten? Ja, tut so. Was, Prinz Pi war noch hier. Man muss sagen, wir haben echt viele verschiedene Leute. Pi war hier, hat hier so mit seinen ersten Tapes auch so hier mal präsentiert. Wie gesagt, Arzt, erinnerst du dich da nicht dran? Message war hier, Message haben wir nie wiedergefunden. Message war auch ein großes Thema. Ich weiß auch, ich glaube, der ist echt im Vorbeigehen, ist er darauf aufmerksam geworden. Ist so kam es mir vor, neugierigerweise reingegangen, hat gesehen, was machen die da? Oh, das kann ich auch. Und hat einfach ganz schnell geredet und irgendwo einen Reim gesetzt. Ey, der war genial. Sehr. Aber es also ging war großer Message-Fan. Es ging um 19 Uhr los? Ja, 19 ja. Uhr. Sonntag, 19 Uhr, Rapper killen. Hier. Und dann, wenn ich das so... Jetzt wird hier, was haben wir heute? Mittwoch, 11 Uhr, Frauen auseinandergenommen. Aber die ganzen Legenden und Geschichten gehen ja so los, dass im Prinzip auch kein Schwanz da gewesen ist. Ne? Ihr wart aber trotzdem aufgeregt vor jedem Auftritt, oder? Kein Schwanz da, was heißt das schon? Hier? Auftritt? Ja? Nee, also das war nicht wie ein Auftritt oder sowas. Ich meine aber Open Mic, trotzdem geht es. Ihr versteht das falsch. Es war hier nicht wie ein Auftritt. Man saß hier wirklich wie, als wäre man bei irgendwem zu Hause im Wohnzimmer, sucht sich ein Beat aus und rappt darauf. Wir standen auch oft mit unseren, einfach mit den Textblättern in der Hand da. Ne? Wir hatten dann so 8 geile Strophen, die wir immer jeden Sonntag gekickt haben.
Da war kaum was Neues bei. Alle drei Monate kam eine neue Strophe. Battles gab es ab und zu. Ja. Lunte und Gauner gab es da noch. Gauner wurde hier auch schon oft gebattelt. Ne? Ja, der hat sich hergetraut. Aber irgendwann war es richtig sagen. Voll. Irgendwann war's aber richtig es hat angefangen voll, mit, also nach der Legende ja angefangen mit einer Handvoll Leute, die da ja, gewesen ja. sind. So. MOR und Sekte, glaube ich, damit fing es an, glaube ich. Also eigentlich ihr erst, ne? Habibi, ganz am Anfang ihr. Und dann irgendwann kam Collins und meinte, da gibt es irgendwo so ein wie der das entdeckt so ein Freestyle-Keller hat, oder so. Wie? Ich habe keine Ahnung, wie der das entdeckt hat. Aber dann sind wir alle hierher. Wir haben echt aus dem Märkischen Viertel gekommen. Wie lange seid ihr gefahren? Stunde bestimmt. Ja. Aber warum ihr hier? Naja, weil ich kam aus L.A. wieder und habe Steiger getroffen. Ich war damals viel mit Steiger unterwegs. Ich habe gesagt, ey, das müssen wir jetzt unbedingt hier machen. Und ich meinte, das heißt, drüben heißt es Project Bloat und wir machen hier unser eigenes Ding. Es muss sein. Und ich habe ihn auch voll gequatscht mit Tape-Label und so. Dieser ganze Scheiß, der kam ja da, so, weil ich dann gesehen habe, wie die Jungs da Tapes produzieren und bla. Und dann hat er diesen Raum gefunden, ich weiß nicht wie. Und es hieß ja schon Royal Bunker und dann war es einfach fertig. Okay, jetzt geht's los. Und dann... Und hier stand Royal Bunker und hier waren zwei so Elefantenzähne, so waren so Elefantenzähne noch gekreuzt und so. Es war eigentlich so ein afrikanisches Café und ich glaube, die haben vorne so ein bisschen Dingsgeschäfte gemacht. Also vorne ist hier ist so Kaffeebereich und dann gehst du nach ganz hinten durch, kommen erstmal so Toiletten und so und ganz hinten ist nochmal so ein Raum. Da haben die so eine kleine enge DJ-Booth und so eine Bühne, die ist so 10 cm hoch, wenn man das Bühne nennen kann. Wenn dann am Anfang aber wirklich so, wie es heißt, dann so 10, 15 Leute da gewesen sind, war es bei, als ihr dazu gekommen, auch noch so sehr überschaubarer Rahmen an der Zeit der Leute? Ja. Kanntet ihr alle? Kannte man sich? Hat man sich bei Handschlag begrüßt? Nee, ich kannte nur Savage, Taktlos und Fu Manchu. Die anderen kannte ich gar nicht. Die haben ja auch schon untereinander auch schon viel rumgezickt, so. Da nehme ich mich auch nicht raus, Alter. Man war halt so, früher hat man halt alles auch extrem ernst genommen, ne? Und alles war irgendwie Competition, keine Ahnung. Also man war schon ein bisschen verrückt auch so. Irgendwie, ja nee, die haben das gesagt, die haben so gemacht, die haben jenes gemacht. Also voll den Quatsch auch. Es gab auch schon viel Zickereien. Aber ja, hier im Club selber meinst du auch, oder? Nö, so dann. Die Menschen, die man hier kannte, waren dann aber trotzdem nicht, dass die 20 Leute richtig down miteinander waren. Da gab es dann auch untereinander. Wir sind zurück ins Viertel gefahren, waren im Viertel. Auch Hate, ne? Und so teilweise. Also wir haben ja mit Kreuzberg oder mit dem Rest von Berlin hatten wir kaum was zu tun. Dass wir hier überhaupt hergefahren sind, haben wir einmal die Woche gemacht. So, ne? Ja, aber genau das Warum, das finde ich halt so das Faszinierende. Weil irgendwie muss ja dann trotzdem ein Impuls da gewesen sein, der... Ich meine, warum fängt man eine Rap-Karriere an? Warum macht man's? Weil man wahrscheinlich... Also was für Karriere, Bruder? Aber das gab es doch da nicht. Nein, nee, aber da ging es gar nicht um Karriere oder so. Nee, englischen Rap oder Advanced Chemistry, Fanta, fettes Brot, Tobi und Bo, das war's. Du streichst das Wort Karriere. Aber warum fängst du an? Was ist der Impuls, dass du das unbedingt machen möchtest? Und was ist der Impuls, dass du es auch unbedingt eine Stunde mit der U-Bahn eine Stunde entfernt von deinem Zuhause machen willst? Das ist die Rapper, die es so gab, die ich so gehört habe, das waren die, die Musik für mich gemacht haben. Für jemanden wie mich. Damit konnte ich mich am allerbesten, am allermeisten identifizieren. Ich höre auch andere Musik, so, aber habe ich schon immer gehört. Aber für mich waren die Rapper immer die, die mir aus der Seele gesprochen haben. Da wollte ich das auch. So, also gerade im Viertel, ne, da konnte man schon... Also entweder du warst ein Verbrecher und hast Autos geklaut und es gab Jungs, die mit 14 dann mit Autos durch die Gegend gefahren bei uns, aber ich war so nicht. Ich war nie so einer, der so den krassen Adrenalinstoß sucht. Aber man braucht trotzdem irgendwas im Viertel, um ne, dabei zu sein. Da war das war Rap für mich auch. Auch ein Grund, ein Rapper zu werden. Es war aber dann auch schon ein Impuls, weil die Jungs da waren. Also war ein Impuls für euch hierher zu kommen, weil die Jungs da waren? Oder war das... Wir wussten nicht, wer hier ist. Nee? Nee, wir wussten nicht, dass Savas hier ist und so. Keiner wusste wir nicht. Und wir wussten, hier ist so ein Freestyle-Café. Ja. Und hast du jeden, der gekommen ist, auch erstmal... Also ich meine, wenn ihr hier so quasi die Erfinder oder die Founder gewesen seid, von dem was passiert ist, auch mal unter die Lupe genommen, also jeden hart registriert, der angekommen ist? Naja, war zwangsläufig, ne? Also die Leute standen ja 2 Meter vor dir und haben gerappt in dein Gesicht rein, so. Man hat das schon wahrgenommen. Und den einen fand man besser, den anderen schlechter. So, mit dem einen war man sich direkt sympathisch oder auch nicht so. Also das war unterschiedlich. Wenn man die ganzen Namen schon mal zusammenfasst, die ihr jetzt vorhin genannt habt, die alle so ein bisschen damit zu tun gehabt haben, die hier gewesen sind, dann ist das ja schon, also die Legende, von der wir vorhin gesprochen haben, die ist ja auf jeden Fall nicht zu bestreiten. Wer hier alles aus diesem Keller herausgekommen ist, glaubt ihr denn, dass die Tatsache, dass es so war, wie es war, auch dazu geführt hat, dass ihr heute da seid, wo ihr seid? 100 Pro. Alles, was war, gehört dazu.
wie es heute ist. Also jedes Puzzleteil musste da sein, damit es hier endet, glaube ich. Also was heißt endet, dass es hier ist jetzt, wo es ist. Ich bin immer so bei Hunger, den ich sehr, also für mich immer versucht zu definieren bei Künstlern. Und das habe ich das Gefühl, merke ich bei Alben, wenn ich das höre, ob ein Künstler Hunger hat oder nicht Hunger hat. So. Mhm. Es hat man aber der fühlt sich in dem Moment ja auch manchmal nicht so an. Für uns war das relativ normal so. Ja. Für mich war das normal. Bloß ich denke mir jetzt schon, wenn ich das auf heute übertragen würde, ich denke schon, ein regulärer Rapper, der irgendwie durch YouTube angefangen hat zu rappen so ein bisschen und nach einem Jahr denkt jetzt, dass er der Großteil, ich glaube, dass er überfordert wäre, wenn jemand zu ihm kommt und er auf einmal in einer Battle-Situation oder so wäre. Aber wir haben uns in irgendeiner Form, ob mit Freunden oder mit Fremden, irgendwie tausendmal gebattelt, weißt du? Also für mich wäre das jetzt nichts Neues, selbst wenn es auch Spaß wäre. Und wenn ich jetzt Tourproben habe oder so, dann, ich habe mit Lars auch immer gefreestylt, wir haben es auch immer gebattelt, so weißt du? Oder mit Takt oder mit Frankie oder was auch immer. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied, wie wir daran gegangen sind und durch was für eine Schule wir gegangen sind. Genau diese Schule finde ich nämlich das Entscheidende. Wenn du Leute schreibst, die heute anfangen mit Musik zu machen, und sich mit Rap zu beschäftigen, selber eine Karriere machen, dann denken die sehr schnell auch über visuelle Dinge nach, über so... Erstmal. Ja. Viele Leute machen heutzutage machen das erstmal, bevor überhaupt Mucke da ist, überlegen die, wie kriege ich die Mucke an den Mann. Das ist der erste Gedanke, bevor man Mucke macht heutzutage sogar. Man entschließt sich Mucke zu machen, dann überlegt man sich, wie kriege ich die an den Mann und dann macht man die Mucke. Ich glaube, so ist bei vielen die Reihenfolge heutzutage. Bei einigen. Und hat hier niemand darüber nachgedacht, wie man Mucke an den Mann bringt, oder? Ging das irgendwann auch los? Nee, irgendwann kam Sabas zu uns und meinte, kauft euch doch mal eine Vierspur und macht doch mal hier so Tapes selber und verkauft die so ein bisschen. Was war dein erster Gedanke? Ja, okay. Ein bisschen Geld machen damit, okay. Wäre schon geil. Ich hatte ja keine Ahnung, wie ich die Musik an den Mann kriege. Keine Ahnung. Ich wollte erstmal nur Musik machen. Das war das erste Ding, also Musik machen. Und dann kam Savas irgendwann und meinte, ja, verkauf das doch. Macht das doch ein bisschen, ne? Ich hol euch so eine Vierspur, kostet so und so viel Geld. Billiges Mikrofon besorgt ihr euch. Und genau das haben wir dann getan. Dann haben wir ein Album, so Tape-Album gemacht, ne? Bis sie auch einigermaßen ein bisschen Geld verdient. Für so Jungs aus dem Viertel war das schon okay, was wir da verdient haben. Also Spectre hat ihn auf Tape gehört. Ich erinnere mich nämlich doch, ich war auf einer Fahrt nach Frankfurt, wo Spectre das Cover-Design für Assad machen sollte, für Nap, nee, nicht Nap, wie es Leben. Und da hat er mir das Tape gezeigt und er hat mich gefragt, was hältst du von denen? Und da kannte ich die Jungs ja schon bestimmt 2 Jahre oder so. Und wie gesagt, ich war ja auch immer so ein bisschen am Zicken und Hayden und so. Ich so, ja, die machen ihr Ding und so. Und er so, oh, ich feiere die übertrieben ab. Und auf einmal sehe ich, die haben, und dann hieß es da Sekte damals? Oder wie habt ihr euch das erste Ding mit diesem Cover, mit dem Blut und so, mit weiß so, nee, da hießen wir schon AIDS. AIDS, genau. Und ich so, hä? Und ich sah das bei Groove Attack. Und irgendjemand hat mir das gezeigt, Ramin oder irgendwer. Und ich guck, ich so, hä, warte mal. Und dann gucke ich, was ist das für ein Label? Und ich hatte das alles gar nicht mitbekommen, diese Entstehung. Und auf einmal, da hat sich Spectre halt die Jungs gekrallt, ne? Die hatten eh keinen Bock mehr auf Steiger. Dann ist Spectre mit denen losgezogen. Hat dann noch das Ganze so voll geil verpackt irgendwie, noch ein geiles Cover. Auf einmal Vinyl, ich so, Alter, das ging ja schnell so. Da war ich auch schockiert erstmal natürlich. Ja, auf jeden Fall gingen hier ziemlich viele Sachen danach ziemlich schnell ab, hatte ich das Gefühl. Weil das auch einfach einen Impuls gegeben hat. Und ich aus Hamburg bin dann ja dann derjenige, der diese große Hochzeit der Hamburger Stuttgarter Zeit mitbekommen hat, wo ich das auch alles eher mit dem... Also sagen wir so, ich habe echt auch ein kleines bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was hier los gewesen ist, was ihr quasi schon frühzeitig gelebt habt. Kann mich aber daran erinnern, es gab dieses MK2 Mac und dieses kleine DIN A5 oder so. Und Mick hat das gemacht. Genau. Das war so gut. Ja, und da hatte ich dich angerufen, weil ich ein Tape haben wollte. Ja. Und das war. Das stand meine Handynummer noch drin. Das stand deine Handy. Und da habe ich dich angerufen, ey, ich würde gerne eins von deinen Tapes da. Und du, ja, das ist klar. Und dann irgendwas, ich glaube, schick Geld rüber und dann schicke ich es dir zu oder irgendwie sowas. 10 Mark war das, glaube ich, ja, zu dem Zeitpunkt. Ich habe das Tape nie bekommen. Sorry, hast du das Geld geschickt? Ja. Aber es war nur Verplanung, nicht Abzug, Alter. Entschuldigung. Alles gut. Du kriegst heute 10 Euro von mir. 10 Mark war es. Ja, du kriegst 10 Euro. Aber ich meine, im Prinzip ist es dann bei euch ja genauso gewesen. Es ist so eine Welt, die dann stand. Wir haben auch oft vergessen zu schicken. Vergessen. Ohne Spaß vergessen. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass es nicht so alles war. Weil ich fand, das wirkte alles auch schon so roh und so... anders als alles, was du vorher gehört hast, dass es am Ende für mich klar war. Also, dass es nicht abziehen ist, sondern dass es irgendwie eine Entwicklung ist. Also, wenn einer schlau gewesen wäre damals und das Potenzial gesehen hätte, aber man konnte es nicht sehen, weil du hattest ja auch nicht das direkte Internet-Feedback und so, ne? Da war gerade Internet und da fing es ja mit Foren an und so weiter und so Talkgroups und so weiter. Wenn einer schlau gewesen wäre und das in die Hand genommen hätte, dann hätte der damit so viel Geld machen können. Also, wenn Steiger und Spectre und Halil und Speicher alle eine Person gewesen wären, dann hätten die uns auseinandergenommen.
Wäre ein Typ sehr, sehr reich geworden, Alter. Aber man muss sagen, wirklich Props an die Jungs, also wie die es gemacht haben. Spectre und so, die sind da sehr, sehr geschäftig rangegangen. Ganz anders als Steiger und als, vor allen Dingen wir davor rangegangen sind. Ja, die ersten, die so richtig Geschäft gemacht haben. Es gibt ja auch noch diese Legende von Fettes Brot, als Nordisch by Nature rauskam, oder ist das ja, von Fettes ja. Brot? Dass denen zu groß wurde, dass die es vom Markt genommen haben. Ja. Damals. Ja. Das habe ich nie verstanden. Also das ist so, ne? Da waren wir ganz anders. Wie vom Markt nehmen, wenn es läuft? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Aber die haben eben, da hat man noch so eine Keep it real Attitude. Es war nicht real, ja. Zu viele Platten zu verkaufen. Habe ich nie verstanden. Das habe ich nie verstanden. Das ist ein komischer. War ein sehr schlau, ja. Sigi. Ja. War er schlau. Wenn wir hier schon den Namen ein paar Mal gehört haben, gibt es ja mit Markus Steiger nun mal einen, der unverweigerlich in Deutschland mit diesem Namen Royal Bunker verbunden ist. Bevor wir dann nachher vielleicht noch im Detail noch kommen, aber erstmal zu den Anfängen. Welche Rolle hat er hier unten gespielt? Der war der Initiator der Future. Bei 8 Mile gibt es auch Future. Ja. Das war Steiger hier. Er hat diesen Raum gefunden. Dazu muss ich aber auch sagen, Steiger davor tatsächlich auch den Fahrer auch teilweise gemacht und hat Furt und mich, damals sind wir immer unterwegs gewesen, Furt, mich und Zett hat er durchs Land auch gefahren so und hat sich da halt auch eingesetzt und war halt echt für alles auch so, weißt du? Und der hat dann auch mal zum Beispiel, wenn wir gesagt haben, ey, wir wollen T-Shirts machen so, hat er geguckt, oh, da ist eine Druckerei oder da können wir hin und ist mit mir dann irgendwo hingefahren, hat dann eine CD abgeholt. Also der hat sich schon sehr eingesetzt und war immer da hinterher. Leider auch nicht so einen krassen Geschäftssinn gehabt, ne? Und deswegen irgendwann dann halt auch abgekackt und hat diesen Switch dann nicht dann auf die Reihe bekommen. Aber der hat uns sehr unterstützt. Wie muss ich mir denn vorstellen, ist dieser Wechsel von einem Club, wo sich Leute treffen und so ein bisschen anfangen zu dem Label, zu diesen ersten Strukturen. Vor allen Dingen, wenn man weiß aus der Geschichte, dass ja Markus Steiger am Ende nicht den größten Geschäftssinn hatte und es zu Gold gemacht hat. Savage hat seine Sachen woanders gemacht. Der war gar nicht bei Royal Bunker. Du warst bei irgendwo. Ich war bei den Samplern und so. Ich war bei Put the Needle. Put the Needle to the Record. Solo ja. Put the Needle, ne? Genau. Genau. Und M.O.R. Die waren bei Royal Bunker. Das lief über Royal Bunker, genau. Haben wir das gemacht? Und das war das Erste, was die dann auch gemacht haben. Ich glaube, da hat sich einfach irgendjemand entschieden, das jetzt ein bisschen professioneller zu machen und daraus ein Label zu machen. Es wirkt aber ehrlich gesagt, wenn du Steiger schon so beschreibst als jemand, der damals ein bisschen mithelfen wollte, dann wirkt das so wie aus so einer ganzen Situation, alle haben keinen großen Plan. Ja. Aber der genau. Eine sagt, okay, 100%. Ich organisiere ein bisschen, ich habe auch keinen Plan. Weil er einfach 10 Jahre älter war als wir, ne? Gefühlt, keine Ahnung. Ja, und es gab jetzt alles gut. Bruder, auf die Schnelle, komm, Bruder, komm. Lass ihn das Bild machen, alles gut. Ich bin eh überrascht, dass es bisher noch relativ ruhig mit euch beiden hier ist. Wenn wir hier dann kommen in die Mitte von uns. Ja, die pennen alle noch. Bombe. Dankeschön. Mach's gut, ja, bis dann. Genau, weil Steiger war gefühlt 10 Jahre älter als wir und war der Einzige, der irgendwas wie so einen erwachsenen, verantwortungsbewussten Geist hatte, so, weißt du? Der Rest von uns waren einfach Penner, so, Alter. Wir waren richtig irgendwie, also ja, unser Lifestyle ja, war und schon. Das gab so ein Geschäftsmodell, ne? Ja noch gar nicht, wie Agro Berlin dann gemacht hat, was jetzt jeder nachmacht und überhaupt irgendein Geschäftsmodell für Hip-Hop gab es ja nicht, außer ein Major. Label-Geschäftsmodell. Und die wollten mit Hip-Hop gar nichts zu tun haben. Ja. Das war gar kein Thema für die. Aber war es im Prinzip ja schon voraussehbar, dass es verkackt wird, oder? Nö, für uns nicht. Also Struktur. Ich meine, weißt du, was ich meine? Ja, wir wussten ja nicht, nee, wie es laufen kann. Wie es besser sein könnte. Ja, genau, wir wussten ja nicht, wo 100 verkaufte Tapes? Geil, Alter. 100 mal 10, das sind 1000 Euro, Alter. 1000 Mark. Haben oder nicht haben, Alter. In der Zeit, wo ich noch Lesegutscheine verteilt habe für den Tagesspiegel, Alter. Waren 1000 Mark mit 100 Kassetten. Super. Kann sich noch erinnern, dass wir einmal so einen Tagesspiegelschlüssel durchs Einkaufszentrum getragen haben? Haben wir? Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber das ist das Gute. Er hat immer wieder Storys, an die ich mich überhaupt nicht erinnere. Unfassbar. Weil wir keine Kohle hatten, hat Savas und Fuad haben angerufen, ey Jungs, ich hab einen Job, wollt ihr Kohle machen? Bobby und ich so, na okay, komm, machen wir mit. Und da mussten wir in so einem riesen behinderten weißen Overall-Anzug, so einen großen Schlüssel auf der Schulter tragen, wo Tagesspiegel drauf stand. Riesending zu zweit. Und dann immer Wilmersdorfer Tagesspiegel genannt. Wilmersdorfer rauf und runter laufen mit so einem beschissenen Schlüssel auf dem Rücken für, weiß ich nicht, Alter, 20 Mark oder so. Gott. Ja, das waren die Zeiten, wo auf jeden Fall noch jeder und deswegen Euro 1000 war. Euro für ja, genau. 1000 Euro mal schnell haben oder nicht haben, das war geil für uns, ne, damals. Aber was ist dann, also dann muss andersrum ja aber dann auch Geld dann der Grund gewesen sein, warum es irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Nein, einfach die Option. Ja? Als mich Peter angerufen hat und gesagt hat, dass er eine Platte von mir rausbringen will, auf Vinyl und so weiter, da war das für mich Wahnsinn. Das war für mich total verrückt, Alter. Und
sich davon auszugehen, dass ganz Deutschland das auf einmal hören kann, weil er war ja damals bei MZ noch und hat das über MZ vertrieben, beziehungsweise danach über, kurz danach über Groove Attack. Und ich denke mal, bei denen, das, was den Speiche und Spectre und Hall geboten haben, war ja im Vergleich zu dem, was genau Steiger bieten können, eine andere Welt, Alter. Wo du Rap da Business? Nee, da waren wir schon gar nicht mehr bei Steiger. Wir haben ja dann irgendwann Sektmusik gemacht. Wir haben es dann viel selber gemacht. Und bei Halil verkauft dann einfach im Laden. Genau, ne? bei Halil einfach. Aber wurde da Rap Business? Nee. Bruder, was für Business? Wir reden doch wir über wollten einfach Miete Binanz, bezahlen. Alter. Also wir haben niemals damit gerechnet, dass ich irgendwann mir mal so eine Uhr kaufen kann. Oder niemals, niemals. Ich weiß noch, ich saß bei meinem ersten Album, als dann Agro Berlin kam, und ich saß bei meinem ersten Album irgendwann 2003 bei Ro Birdie im Studio, habe ich ihn gefragt, Dicker, meinst du, ich kann mir irgendwann mal, meinst du, ich kann irgendwann ein Haus kaufen für mich und für meine Mutter und so, wo wir alle wohnen und so, von Musik? Er meinte, ja, freu dich, wenn du dir mal ein gutes Auto kaufen kannst. Der Wichser, Alter. Der gute Roman. Ja, aber so war Hip-Hop, natürlich. Ja. Natürlich, jeder kannte Specialists. Ich war schockiert, als ich gehört habe, dass die 20.000 Platten nur verkauft haben. Schockiert, jeder kannte Specialists. Natürlich, ja. da war kein Geld. Und das hat Flow, ich meine, Flow und Emo war der Entdecker von Specialists und hat die rausgebracht. Wie krank ist das so, weißt du? Da war zu dem Zeitpunkt, waren Ferris und Immo waren in unseren Augen Stars, weil über die geschrieben wurde. Wenn wir in der Juice oder in einer Zeitschrift so einen kleinen Block bekommen haben, dann waren wir überhappy, Alter. Taschen. Na, Taschen. Wir machen hier nur kurz ein Interview, weil wir hier mal drin gearbeitet haben in dem Laden. Wir waren ja früher hier nebenan. Genau, ihr wart nebenan und wir waren hier. Mit ihr wart hier. Erinnerst du dich noch, wie wir hier Musik gemacht haben? Ja. Das ist ja nun auch schon wieder ewig her. Ja. Wir sind ja auf Zeitreise gerade, 20 Jahre. Mann. Wie die Zeit sich ändert. Ist so. Ja. Aber der Laden läuft. Wird man nicht. Ja, aber das läuft. Wenn ich früher war, der Goldgrube, heute musst du mit dem zufrieden sein, was du verdienst. Ja. Das war überall. Klar. Die Goldgräberzeiten sind vorbei. Ja. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Gut Stoß. Oder wie man sagt, in Puffkreisen. Ja, wahrscheinlich. Es gibt ja nun mal auch schon eine schöne Doku über die ganze Zeit. Es gibt damit dann auch schon viel, was gesagt wurde. Aber ich würde mich trotzdem im Kontext nochmal, weil es für die Recherche wichtig ist und für die Namensfindung und sowas alles, hast du ja trotzdem irgendwann dich öffentlich mehrfach gegen Steiger gestellt und hast ihm auch in der Doku irgendwann so Dinge wie Ausbeuter an den Kopf geworfen und so. Ja. Klar gibt es wahrscheinlich zu der Zeit einen anderen Impuls, warum es stattgefunden hat, und vielleicht siehst du es jetzt anders, aber kannst du zusammenfassen? Ja, es ist immer derselbe Impuls, warum jemand mit seinem Label nicht zufrieden ist, weil man sich nicht genug gewertschätzt fühlt. Genau. Und das haben wir so, das da waren wir der Meinung. Um uns wurde sich da nicht gekümmert. Geld und so wurde überhaupt, wenn dann nur in MOR investiert und so, dann haben wir es lieber selber gemacht. Das war der Grund. Steiger ist ja auch kein bösartiger Typ, das muss man ja jetzt auch dazu sagen. Mittlerweile, ne? Weiß ich, der hat einfach. Das ist kein ekliger Kapitalist, der sich sagt, oh, die jungen Künstler, die ziehe ich jetzt ab, Alter. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und er hat bei uns auch nicht den Erfolg gesehen, der dann kam. Er hat es nicht gesehen. Aber er ist hat auch kein einfacher Typ. Gesagt. Digga, mit Steiger klarkommen ist auch so eine Sache, ne? Also der hat ja auch, ist, wie viele von uns auch so ein Problem mit seinem Temper, wie heißt ein Mann auf Deutsch, Alter? Sein Temperament, ja. Genau. So, weißt du, der dreht dann schon mal auch gerne am Teller und wird dann laut oder angepisst oder irgendwas. Wir haben uns früher schon auch viel auch gestritten und so weiter, Alter. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da eine Menge Alpha-Tiere aufeinander geknallt sind. Ja, aber es war auch geil. Was nehmt ihr denn, wenn wir jetzt hier stehen, so noch mit aus dieser Zeit, oder was? Mit den Gedanken, was ist so das Fazit, das ihr aus dem Keller Royal Bunker mitnehmen, bevor wir uns auf die Reise machen Richtung Neuzeit? Zum Glück. Zum Glück ist hier das, gewesen und zum Glück auch nicht mehr hier? Zum Glück ist das nicht hier, nach 20 Jahren immer noch hier, hier oder auf dem Level, wie es hier damals war. Das ist schon gut. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich würde keine Musik mehr machen, wenn es nach 10 Jahren spätestens nicht funktioniert hätte, hätte ich wahrscheinlich schon was anderes für mich entdeckt. Und jetzt, dass man nach 20 Jahren Musik, dass ich hier stehen kann und sagen kann, wir sind erfolgreich, ist zum Glück. Ja. Und bei dir? Für mich ist es nicht ganz so. Ich würde immer noch Musik machen. Also selbst wenn ich echt noch die Tapes verkaufen würde, wahrscheinlich würde ich noch Musik machen. Alter. Das ist so. Für mich hatte das eine mit dem anderen nie so viel zu tun. Wobei ich mich natürlich freue, dass man jetzt die Familie davon ernähren kann und alles machen kann. Also, so, weißt du? Irgendwann geht es ja darum, die Familie zu ernähren. Und mir war immer danach, eine Familie zu haben und die auch zu ernähren. Und wenn ich das mit Musik nicht kann, muss ich es mit was anderem machen. Schade, aber ich hätte es tun müssen. Für dich, was bedeutet der Laden?
es war für mich nicht der Anfang von meinem Ding. Ne? Ich habe davor schon jahrelang mit Ono auf der Bühne als Backup gestanden. So. Ja. Ich kannte ihn auch schon. Also der war bei uns im Viertel, gab es zwei Jungs, die schon gerappt hatten. Das kam, Rap war überhaupt gar kein Thema bei uns im Viertel. Es war eher so Techno oder Heavy-Metal-Musik. Hip-Hop hat kaum jemand gehört. Und da gab es zwei, die haben gerappt. Und Savas kannte die auch schon, Chris und Diablo. Den könnte man auch kennen. Und die kamen eben aus dem Viertel und wir haben zu denen hochgeguckt. Wir waren so 12 oder so. Wir dachten, oh Gott, die rappen. Und die haben auch immer von Savas erzählt. Da gibt es diesen Savas in Berlin, haben Tapes von ihm gezeigt und so. Es gab ja nicht viel. Das haben sich so... Früher, was man von Savas kannte, hat man sich bei irgendwem überspielt auf Tapes und dann gab es mal einen Song, den man auf irgendeinem Tape bei irgendwem von Savas gehört hat. Es gab ja nichts veröffentlicht. Es musste alles geteilt werden von Tape zu Tape zu Tape. Ne? Man musste sich das überspielen. Es gab nichts zu kaufen von Savas. Da gab es schon Musik von Savas in Berlin, ne? Zu der Zeit, wo man es noch nicht mal kaufen konnte. Schön, dass wir jetzt auf jeden Fall über ein Album reden, das jeder überall kaufen und überall streamen kann. Und bevor ihr euch hier tot holt, lasst uns mal einen Bus. Wo gehen wir als nächstes hin? Wir fahren jetzt zum Essen. Wir gehen essen. Jetzt schon essen, okay. Jetzt schon essen, jetzt schon essen? Du hast ja schon gefrühstückt, ich habe noch gar nichts gegessen. Es ist halb eins. Ich habe so ein Brötchen in mich reingepfeffert. Ja, bitte. Das ist quasi wie Frühstück jetzt. Ja, für mich auch. Ein schönes Bulgogi zum Frühstück. So, ich hätte da ein paar Fragen rausgesucht. Genau, also ich kann aus Fragen. Den Kommentaren so. Ich was hältst du von? Was hältst du von? Was hältst du von? Was hältst du von? Alle geil, Flatrate, alle geil. Bombastisch. Ja. Läuft bei denen. Das finde ich geil an Tarek. Tarek sagt ja, ich finde alle geil. Dass Leute Fanfragen machen, weil sie sich selber nicht trauen, diese Fragen zu stellen. Weil sie sagen, ja, der will das ja, wissen. Ja, natürlich. Der will wissen, ob du Beef hast mit dem. Meine allgemeine Frage, ich mach's genau wie Tarek von KIZ, ich beite das. Ich finde jeden Rapper geil in Deutschland. Ich finde alle geil. Dann brauche ich das nie wieder beantworten. Das Beste. Hier habe ich übrigens links Haus und Boot Video haben wir hier gedreht. Da haben die uns überrannt. Ja. 20 kleine Kennex, Alter. Wir mussten wir flüchten. Das waren nur Mel, Valeska und ich, Alter. Und Katja Kuhl. Was wir hier, wenn wir da gerade wegfahren, auf jeden Fall aber mal klären müssen von der Geschichte, ist die Namensfindung. Das haben wir jetzt, weil ihr dann gemeinsame Geschichte habt. Trotzdem, habt ihr das mit Markus Steiger abgesprochen? Ja. Er weiß Bescheid. He knows. Wie lief das ab? Anrufen. Du bist der Wortkarl gerade. Ja, ich würde darüber, ich würde dem guten Steiger zuliebe nicht so viel darüber reden, lieber jetzt. Also, wir haben mit Steiger geredet. Öfter. Und es war auch Sigi wichtig. Er hat gesagt, lass uns mit Steiger darüber reden. Ich habe gesagt, ich finde, es muss nicht sein, weil wenn man mich fragt, meiner Meinung nach ist so, wenn man jetzt das ganz kleinlich sehen will, ich hatte die Idee dazu und Steiger hat das dann ausgeführt und was darüber hinaus war so, Ich habe den ganzen Laden auch mit am Laufen gehalten damals. Deswegen, ich habe gesagt, ich sehe mich da nicht in einer Verpflichtung. Aber er hat gesagt, komm, er hat das bis zum bitteren Ende gemacht. So. Er hat dieses Ding durchgezogen und hat danach noch Sachen rausgebracht. Respekt halber, lass uns da anrufen. Und hat das dann halt mit ihm geklärt. Und fertig, alles cool. Punkt. Weil ich ja schon, was ich vorhin meinte, dann die Idee des Namens spannend finde. Wenn ich mir dann in Hamburg mit den Beginnern und dem Album, das sie Advanced Chemistry genannt haben, aufgrund von Huldigungen von den Leuten, mit denen sie groß geworden sind, dann hier so eine ähnliche Geschichte. Dass der Vergleich Geschichte. Aufkommt, das hast du auch schon rausgesagt. Ja, aber ey, das ist doch logisch. Ist ganz aber ganz ehrlich, das ist ja nun wirklich keine besondere... Findest du das überraschend? Ja, ich bin darauf nicht gekommen, dass wir unser Royal Bunker nennen, irgendwie damit vergleichen können, dass die ihr Album Advanced Chemistry. Also ich hatte es fast schon abgeschrieben deswegen und ich habe das im Studio. Aber warum nicht? Ich so, ja, ich hatte so eine Idee, aber wahrscheinlich werden die Leute dann Dings, dann ist das viel zu. Er meinte aber, so, ich wäre darauf gar nicht gekommen, mich jetzt gar nicht interessiert, ist doch super, lass doch machen. Wieder die verschiedenen Herangehungsweisen. Ja. Ich find's ja auch gar nicht. Also ich weiß nicht, ob da ein Problem drin steckt. Gar nicht. Ich hab kein Problem. Null. Nee, genau. Ich finde, das auch ist ja. Auch wenn Leute das denken. So. Ach, Bullshit. Ich bin einfach ein Krampfhuber deswegen, Alter, weil ich mir über alles tausend Jahre Gedanken mache und total unentspannt bin, Alter. Ja, aber es ist so ein. Guck mal, 5 Sterne Deluxe am Album bringen Album aus, das heißt Flash. Die haben, ob jetzt ernst gemeint oder nicht ernst gemeint, auch darüber gedacht, nach dem anderen das absolute Beginner zu nennen. Oh, das finde ich geil. Das finde ich super witzig. Wenn die jetzt, nachdem die es Advanced Chemistry genannt haben, die nennen es absolute Beginner, der nächste nennt es, Sammy macht eins, was 5 Sterne Deluxe heißt und der nächste macht eins, was Sammy Deluxe heißt, Alter. Witzig, finde ich gut. Wäre super krank. Also die nennt es jetzt aber nicht so. Nein, die nennt es nicht so, das heißt jetzt Flash. Aber diesen Moment von Huldigung und sowas alles, so ein bisschen herauszuarbeiten. Und dann ist nun mal Markus Steiger immer derjenige, der als allererstes aufgrund der Labelgeschichte damit verbunden wird.
Allein schon, weil er das halt auch dann im Zweifel, wenn ihr dann, wann war es, vielleicht 2000, irgendwann um, da war der Royal Bunker ja schon vorbei, 2000, Gott, eins vielleicht. Ja, weil er dann weitergemacht hat. Zwei, dann habt ihr weitergemacht. Nee, weil er dann halt auch das unter dem Namen Royal Bunker auch weitergemacht hat. Aber wie gesagt, trotzdem, wenn wir ihn aber gefragt haben. Aber nochmal ganz kurz, wir haben die Sache geklärt müssen. Auf dem Splash. In einem Ringkampf. In einem Ringkampf. Nein, das hat am ganzen Mann, Alter. Das war ein sportlicher Wettbewerb. Ja, da ging es um den Album, sei ehrlich. Da nee, ging's um dann Album. Hätten wir ja mit ihm kämpfen müssen, Alter. Konnten das ja nicht jemand anderen für uns machen lassen. Aber er ist ein Kämpfer. Er ist ein Kämpfer, das macht er ganz gut, aber nicht gut genug. Ich hätte ihm auch gewünscht, dass es dann auch dann für ihn dann irgendwann so genauso funktioniert hätte, aber... Wie gesagt, vielleicht ist das ja auch gut so, wie es ist und vielleicht ist er da auch gar nicht so ein krasser Kapitalfuchs, der dann immer weiß, wie man was zu vermarkten hat und wie man da am meisten Geld rausholen kann. Ist ja auch gut, das macht ihn ja auch real. Er ist doch so ein Antikapitalist und so, das ist doch okay, dass er das nicht weiß. Lassen wir so stehen. Bevor wir zu lange über andere Rapper reden. Terror Tiger hieß ja. Er jetzt damals auch zu Royal Bunker. Hack! Ich habe hier halt auch noch echt viele Rappernamen stehen, über die ich mit euch reden wollte. Dann schieß mal los. Nein, Quatsch. Das hier war das übelste Türkencafé, ja. Alter. Das übelste Kanakencafé. Ja, das haben die einfach mal komplett auf den Links, da wurde richtig noch gespielt. Das haben die einfach komplett und umgedreht. Aber da Kreuzberg ist so verrückt geworden. Alle, die in Kreuzberg so Rang und Namen haben auf der Straße, konnte man da anfinden. Auf jeden Fall. Ich verstehe es auch nicht mehr. Das ist so anders geworden, das ist seltsam. Hier trifft jetzt alles aufeinander. Ich bin hier aufgewachsen, aber ich peil's überhaupt nicht mehr. Kein Bezug mehr dazu. Ich kann nur Leute, die gesagt haben, boah, ich hoffe, irgendwann kann ich mir mal Miete woanders leisten, damit ich mal nach Charlottenburg ziehen kann. Und jetzt ziehen die nach Kreuzberg. Das ist so für mich... Na, jetzt sagen die, hoffentlich kann ich mir mal, verdiene ich mal mehr Geld, dass ich in Kreuzberg, ziehen kann. Ich will in den Görlitzer Park ziehen, Alter. Ja, aber das ist in der Stadt hier, glaube ich, auch wirklich schlimm, oder? Weil ja gefühlt ganz, also so viele Leute hierher wollen. Sagen wir mal so, die Wohnungen hier sind ja auch nicht krass. Also in Charlottenburg gibt es auf jeden Fall die krassesten Wohnungen. Ja. So vom, ne, von der Einrichtung, vom Schnitt her und so weiter. Hier haben die vielleicht mal den Boden neu gemacht und ein bisschen neu gestrichen, aber es ist immer noch dieselbe Substanz wie damals, als es keiner haben wollte. Wo wohnst du jetzt? Ich wohne ein bisschen außerhalb, im Umland. Ja. Umland. Also richtig noch Stadt oder ländlich? Nee, es ist ländlich. Wie würdest du sagen, ländlich, ne? Ländlich auf jeden Fall. Ja. Na, man sieht schon Wiesen und Felder. Ja, genau, ja, direkt am Wald. So, also ich gucke auf den Wald von der Terrasse aus. Warum? Das finde ich schön. Da hat es mich immer hingezogen. Ach echt? Ja. Also nicht da, wo ich jetzt wohne, aber raus. Ich mag viele Menschen nicht. So, ja, zu viele Geräusche. Ich mag es morgens auf die Terrasse zu kommen, den Joint anzuzünden und den knacken zu hören, weil es so leise ist. Du hörst ihn richtig so knistern, den Joint. Ne? Das ist krass. Draußen, ja. Die Luft und alles. Ich liebe das, draußen zu sein. Ja, es ist auch immer so ein kleines bisschen, wenn man sich so erlauben kann. Ich meine, da geht es ja um Arbeitswege und so. Freunde von mir, die leben auch auf dem Land, aber die müssen halt jeden Tag in die Stadt und dann stehen die jeden Morgen um 8 Uhr im Stau auf der Autobahn. Genau, wir bündeln dann so Termine in der Stadt. Ja. Und ich weiß, wann man am besten reinkommt in die Stadt und wann man am besten wieder rauskommt aus der Stadt. Das weiß ich, da gibt es so Zeiten für, Stoßzeiten. Daran muss man sich dann halten. Ich bin zum Glück so frei, dass ich die Termine dementsprechend legen kann. Können andere nicht, verstehe ich. Ja, normal. Du wohnst in der Stadt, oder? Ja, jetzt wieder mal. Ja, ich habe auch schon ganz weit draußen gewohnt und so weiter. Aber ich plane auf jeden Fall langfristig. Ich check das immer so, wie sich das anfühlt und in welcher Konstellation das am besten ist. Ich plane auch definitiv, auf kurz oder lang werde ich auch im Grünen einfach sein. Aber das andere macht ja auch keinen Sinn, Alter. Mit Kindern, mit Kindern. Für mich ist es noch entspannter, aber ich meine... Wir haben vorher auch hier in Kreuzberg gewohnt. Wir hatten da, ich weiß nicht, ob du mal bei Desi im Studio warst, aber da, wo Desi sind, hatten wir so ein ganzes Stockwerk, so ein Loft. Und dann wurde Charlotte schwanger und dann haben wir gedacht, wir können nicht hier bleiben. Hier mit unseren Kindern, immer an den ganzen Agenturen da draußen, alle sprechen Englisch auf dem Hof und dann mit dem Kinderwagen rausschieben, wo wir zu spielen gehen hier mit den Kindern. Also für Kinder ist es nicht geil. Ne? Ich meine, denen ist es vielleicht egal, wenn sie es nicht anders kennen, aber ich weiß, es ist nicht geil für Kinder. Genau. Also versuche ich, die davor zu bewahren und ziehe einfach dahin, wo es für Kinder auch geil ist. Ne? Ja, ich muss auch sagen, ich bin so hin und her gerissen. Ich wohne in Eimsbüttel in Hamburg und da gibt es zum Glück ganz viele Kindergärten, ganz viele Schulen und alle... Das ist hier Hölle. Hier, wo wir sind, mitten auf dem Kiez, hier ist Hölle, wenn du hier ein Kind hast. Das musst du bestimmt 3 Bezirke weiterfahren, damit es in der Kita ist.
Inklusive dem, was du deinem Kind für die Erziehung zumuten willst. Also wie hart soll es werden auf der Straße? Wie viel Kind soll es bleiben? Also kannst davon ausgehen, dass keins meiner Kinder jemals auf einer Privatschule landet zum Beispiel. Genau aus dem Grund, weil ich ja natürlich möchte, dass es auch das echte Leben, dass sie das echte Leben mitbekommen. Ne? Und das geht auf der Privatschule verloren, finde ich. Trotzdem ist das auf dem Land irgendwo oder ja, die Schulen sind schon ganz anders als natürlich Rütli oder hier in Kreuzberg oder irgendwas. Ne? Ganz sicher, aber ja. Das ist auch in Berlin nicht ein Problem, da eine Schule auszusuchen, wo das eben nicht so. Das ist auch das Witzige bei Rap, dass die Leute sich darüber wundern, dass man diesen Schritt irgendwann macht. Ich meine, okay, das gibt es in Amerika auch. He left the hood. Okay, stimmt. Ich bin hier aufgewachsen und habe irgendwas geschafft, damit ich hier dann auch bleibe. Unbedingt. Am besten in der gleichen Wohnung. Ich lebe mit einer ganzen Familie. Wir leben auf 30 Quadratmeter in einer Einzimmerwohnung. Okay, wo ist der Sinn? Als ob nicht jeder normal denkende Mensch das machen würde und sich nicht für seine Kinder, für seine Familie ein Haus wünscht und etwas, wo die spielen können und wo die ihre Ruhe haben und so weiter. Alter. Also Dicker, dann würden genauso viele Menschen sagen, warum wohnt der hier noch? Ist der dumm? Genauso viele Menschen würden das sagen. Aber die das andere sagen, die sind immer lauter. Ja, das kann sein. Die Dummen und Unvernünftigen, die sind so. Mir ist das so scheißegal. Sigi ist alles scheißegal. Ich liebe das. Wie oft wir schon über Dinge diskutiert haben, wo du dir so einen Kopf gemacht hast. Und bei dir wie oft ich mit dem über Dinge diskutiert habe in letzter Zeit. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut. Manchmal mache ich mir vielleicht zu wenig Kopf. Bei dem Album war das geil, dass so jemand da ist, der auch mal mir sagt, na, die Line vielleicht lieber nicht. So, ne? Aber ich hatte auch eine gute Art gehabt, mir das zu sagen, dass vielleicht, ne, vielleicht überdenkst du das nochmal und so. Das habe ich nie gehabt. Und das würde ich auch bei vielen Leuten nicht zulassen. Aber Savas hat eben dann eine coole Art. Und ich glaube auch, dass er mehr über Dinge nachdenkt. Es war auch gut für dieses Album, für meine Performance auf diesem Album. Das hat der Sache gut getan, glaube ich. Ich finde, wir könnten doch hier aussteigen und dahin laufen. Warum sitzen wir hier? Keine Ahnung. Weil wir hier reden wahrscheinlich, ne? Ja, hier muss man sowieso Parkplatz suchen. Hier ist übermies, Alter. Dass du auch vor allen Dingen diesen Spot gewählt hast, obwohl du weißt, wann hier was los ist. Ja, da habe ich nicht bedacht. Das war mir immer wieder scheißegal. Ich habe auch viel von Sigi gelernt. So, ich muss das Kompliment auch zurückgeben. Jetzt die Chance. Lass uns doch mal aussteigen. Ja, weil wir keinen Parkplatz finden, Sigi. Aber ist das hier kein Parkplatz? Nein, nee. Ist kein Parkplatz. Digga, hier wird keiner rausfahren wollen. Wenn, kriegen wir einen Zettel. Nehme ich auf meine Kappe, okay? Abschleppen wird ja auch niemals jemand. Kreuzberg! Für mich als Fan, nur als Fan, ist das Krasseste, was Deutschrap meiner Generation passieren konnte. Ich finde, wenn jemand schlecht rappt, für mich persönlich hat er in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, hat er überhaupt keine Berechtigung, dann sich Rapper zu nennen. So. Wir sind durch das Ding gute Freunde geworden. Davor war das so aus Hip-Hop-Sicht so für uns als Fans einfach krass. Savas und Sido, die beiden Charaktere zusammen auf einem Album zu haben, das war für uns krass. In der Zeit sind wir aber richtig gute Freunde geworden. Davor kannten wir uns noch nicht mal richtig. Ja.